Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Willkommen herzlichst hier wieder zurück bei uns auf dem Kanal. Wir haben ein neues Game am Start. Look da! Bei uns ist natürlich wieder der äußerst charmante Benny. Hallo. So, da wollen wir ja gar nicht lange schnacken. Neues Spiel. Auf geht's. So, und damit starten wir die Butze jetzt hier mal. Ah, sieht schon geil aus. Das ist halt so dieser echt sehr charmante VHS-Filter hier irgendwie. Oder? Was sagst du, Benny? Das sieht doch geil aus, oder? Ja. Kinder der 80er. September 1980. Die Kinder der 80er werden jetzt aufjubeln. So, was haben wir hier? Eine Taschenlampe. Die nehmen wir doch gleich mal. Was haben wir noch? Martha Foster, ein verlorenes Kind. Okay, wir müssen anscheinend müssen wir ein Kind suchen. Also ich muss sagen, ich weiß nichts über das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, was unsere Intention ist, was wir sind. Scheinbar müssen wir ein verlorenes Kind suchen. Hast du schon mal irgendwas über das Spiel gehört, Benny? Nee. Also das Spiel selbst kenne ich gar nicht irgendwie so richtig und bin gespannt, was jetzt hier so rumkommt. Ah, ich würde sagen, wir stecken ja hier und fahren, wa? Ach du Scheiße. Ah, da geht's ja schon los hier, Benny. Guck mal. Kann ich zoomen? Oh, der zoomt aber schön langsam ein und aus. Ach, hei. Ja, schön, auch mit diesen Filmfehlern da drinnen. Oh, toll. Oh, Benny, siehst du das? Ja. Oh, so, ich schlage gerne nochmal vor, wir gehen zurück zum Auto und fahren einfach wieder weg. Oh nein. Oh nein. Guck, das ist die Empfangsdame. Die möchte uns einfach nur begrüßen. Ja. An der Stelle möchte ich sagen, ich bin wieder der Arsch, der heute spielen darf irgendwie. Benny kann sich also wieder entspannt zurücklegen irgendwie und den Beifahrer machen und solche Sprüche klopfen. Oh. Oh. Oh Mann. Oh Benny, ich glaube, das... Ich höre Schritte. Ja, ich auch. Alter. Hey, überall hängen hier Tote. Benny, ich hau mal vorsichtig raus, das ist hier kein Happy Place. Ja? Oh, nee. Ich mach mal rein, wa? Okay. Boah, guck mal, hier vorne ist ein Spielzeug, ist doch schon wieder viel entspannter. So könnte ich schon wieder Tschüssikowski sagen. So, Kinder lachen. Das ist eigentlich dein Spiel jetzt hier, wa? Irgendwie Horrorspielen, Horrorspiele mit Kindern, die Geister sind. Toll. Ist Bennys okay. Ding. Wenn ihr mal sehen wollt, wenn das Ben noch mich, also mehr Spiele mit Kindergeistern spielt, haut's mal unten in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn er mal müsste. Ich nicht. Ja, nee, das ist total anheimelnd hier irgendwie. Da würde ich auch gerne sagen, ist super schön hier. Okay. Ach, immer schön hier. Schöne hässliche Puppen. Ach Gott. Ah, guck mal, hier wurde ja neben. Ich möchte die Zeitspringer jetzt nicht hinlegen. Irgendwas hat hier ganz neu geknarzt gerade. Martha. Die Tür ist zugegangen. Okay. Ja, das ist ja auch überhaupt nicht verstörend, wie er hier. Hast du nicht eine Taschenlampe aufgenommen? Ja, warte mal. Ah, das macht's doch gleich einfacher. Hier wird ziemlich viel geraucht und ziemlich viel Wein getrunken. Für so ein Waisenhaus. Ich weiß nicht, ist das ein Waisenhaus? Ja, durch die ganzen Spielzeuge und den Betten, würde ich sagen, ja. Ja, könnte ja auch so ein ekelhaftes Ferienlager sein, so. So Modell Crystal Lake. Wie? Siehst du irgendwas? Nee, Alter. Ja, die Tür ist mal zu. Ja, toll. Ja, was soll man denn tun? Den Schlüssel. Oh, krass. So, ja, das wird uns passieren, ja? Guck mal.
Jemand wird uns am 23. September, welcher heute ist, irgendwie mit einer Säge anscheinend den Kopf absägen. Zum Glück. Oh, das ist die Hortnerin. Die raucht. Ja. Oh, scheiße. Oh, nee. Sag doch mal hallo. Oh, nee. Hallo. Hallo, kann man, darf ich noch was vom Zuckerkuchen nehmen und aus dem großen Teekessel mir noch eine Kelle Tee nehmen, bitte? Oh, wie? Ich konnte jetzt nichts machen. Die ist weg. Guck ich mir erstmal hier den Spiegel an. Hängt der Spiegel davor auch schon hier? Oh, das weiß ich nicht. Oh Gott. Oh, kann mich nicht bewegen. Was soll ich machen? Ey, kann nichts tun? Drück mal E oder so? Nichts geht mehr. Oh! Alter! Alter! Da draußen stehen die alle! Die Stühle sind auf dem Tisch. Ja, jetzt wird gefischt. Und irgendeiner übt Dribbeln. Mit Basketball irgendwo. Oh, schön. Ja, nee. Bestimmt der junge Michael Jordan. Boah, das ist ja widerlich, ey. Hey, Leute. Alles cool? Wer seid ihr denn? Guck mal, das sind die Hansons. Uap. Hey, ihr. Ja, mach mal Tür zu einfach, wa? Get the fuck off my Rasen! So, ich geh jetzt raus, ich zieh durch! Oh, lass mich, ich kann schon wieder nicht machen. Oh Gott! Das Spiel ist vorbei. Ja, war duftes Spiel, schön. War ja alles sehr hell. 17 Jahre später. Schön, ja, scheinbar wurde die Bude ein bisschen renoviert. Also wir sind immer noch im selben Gebäude? Nein, denke nicht, aber ein paar schöne Füllfederhalter da hinten, wunderbar. Was ist das für ein fürchterlicher Raum hier irgendwie? Okay. Bitte. Hast du auch gerade ein Schließen gehört, oder? Ja. Oh. Ja. Ja. Nö, immer noch nicht. Okay. Ah, okay, alles klar. Wir haben noch mal ein kurzes Tutorial hier. Ich würde auch sehr gerne erstmal die Taschen ab... Wer lässt denn hier seinen Müll stehen? Ah, guck mal hier. Das ist übrigens Bennys alte Pornosammlung auf VHS. What the... Oh, jawohl, Alter, alles... Oh, was ist das? Das ist aber eine perfekte Pornoname, Alter. What the Ausrufezeichen, Fragezeichen, geil. Und die müssen ja noch verperlen. Oh, schön. Ach, großartig. Ja. Ah, ich muss mal kurz entschuldigen, bitte. Ja, das ist. Seid sonst hier niveauvolle Unterhaltung gewohnt. Ja, das war einfach nur ein kurzer Exkurs. Oh, das war nochmal. Oh. Was? Ja.
Jetzt umziehen mit Movinga. So, mit den Kassetten. Oh, okay, alles klar. Aha. Deine ominöse Pornokassette, Benny. War der Schlüssel. It get the key, it was the key. So, jetzt ist die Frage. Nein, immer noch nicht. Wahrscheinlich ist eine andere Schublade jetzt offen. Nee. Hat die andere Schublade abgeschlossen. Oh, hier, guck mal. There's a wonderful frame. Oh! Alter. Ach du Schande, das ist ja eine glückliche Familie. Guck mal, das ist ja Frank, Alice, Mary. Von 92. Von 92. Und da steht jetzt auf immer ohne Uhr. Ja, das sieht ja fürchterlich aus. Das sieht ja aus wie... Erinnert mich so ein bisschen an The Forest irgendwie. So sehen die aus. Stimmt. So. 25 Nächte? Also ist... Oh, schöne Musik. Oh. 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 Hat so ein bisschen was von Layers of Fear, oder? Ja. Toll, das gefällt mir. Also, tolle Atmosphäre, das Spiel. Es wird nach Kultmitgliedern gefahndet. Mhm. Okay. Können wir jetzt auch nicht viel mitmachen. Okay. Ah. Ja, Benny, ne? Da lacht, das, da lacht das Herz. So, hier haben wir noch ein paar andere. Aber auch schön auf der Reihe. Hat sich geändert. Mary wollte unser Haus nicht verlassen. Ja. Ich hätte ihn nicht zu Hause lassen dürfen. Ach, hi. Okay, alles klar. Dann wissen wir schon mal, dass da... Ist da... Oh, guck mal. Man kann so ja die Patrone sehen. Kinder, don't try this at home. Okay, aber man kann die nicht nehmen. Ich wollte mir auch gerade fragen, ob du die mitnehmen kannst. Ja, so. Okay. Okay. Wir haben anscheinend hier einen Leuchtturm irgendwie. Der im Zentrum des Übels steht. Police Station. Ja, nette Karte. Nette Karte. Ich... weiß jetzt nicht, was wir jetzt hier... Hast du auf der Karte gesehen, bei dem Leuchtturm stand ja Search Area. Also irgendwie sowas, als ob jemand vermisst wurde. Also Suchzone oder so. Naja, ja, wahrscheinlich. Oh Gott, das Bild ist weg. Ja, na, wahrscheinlich Lake. Ist irgendwo am See, ne? So ein Leuchtturm. Ah, okay. Oder halt in dem Fall eigentlich am Meer, ne? Irgendwie ist es eigentlich eher ein Leuchtturm, nicht am See. Müsste schon. Oh! Oh, okay. Okay! Oh. Okay! Oh nein! Och du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße. Geh mal ganz dezent zu den Kippen und den Tabletten hier rüber. Ist und da pfeifst du dir alle rein, Alter. Beruhigungsmittel, aber gönn dir, mein Freund, Gönnung. Oh, da geht doch ganz gewaltig was schief in seinem Leben hier. Was ist los, Junge, Alter? Komm, nicht ausrasten. Bill, Matilda, Kate, Grace, Nil. Nil ist ja ein krasser Name. Wo ist denn hier Nil? Was ist denn das für ein Scheiß? Fünf Namen und drei... Achso, da hinten ist noch einer. Ich sehe immer nur noch drei. Naja, guck mal, ganz links. Okay. Ja, waren trotzdem nur vier Leute und... fünf Namen. Okay. Okay, bitte, 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 mach keinen Scheiß. Oh! You have to stay here with us forever. For
Ja, da könnte ich schwören, dass das jetzt gerade die Stimme meiner alten Abteilungsleiterin war. Alter. Nein. Warum pust sie doch nicht aus? Nimm sie auch in die Hand. Ja, will ich ja, aber er hat so... Ah, ja. Schön, schön. Ganz toll. Mmh. Ah, das sind doch so Bilder aus dem Necronomicon hier. Ach. Ach, nee, Alter. Nee, 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 nee. Haha. Cool, 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 cool. Uncool. Warum pustest du die Katze aus? Mann, ich hab... Ich will sie tot, nee. Was soll ich machen? Was passiert? Also, sehr maskulin. So, ich... So, mal ganz kurz berühren. Aha. Schön, schön. Wer hat sich denn hier nicht die Schuhe ausgezogen und abgetreten? Ja, ist schön. Hier geht's. Was ist los? Was passiert? Nee, ist... Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Und ich sag noch, lass uns scheiß fucking Mario Kart spielen. Aber nein. Aber nein. Look. Look. Wieso? Wieso? Ich jetzt einfach rausgehen. Mach doch dein Scheißbrett auf! Kann ich nicht aufmachen. Oh. Was ist los? Alter. Oh, erstmal ein Cookie. Oh Gott. Haben wir ein Flashlight? Nee, haben wir immer noch nie. Oh, Benny, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Die Wohnung sieht aber auch schon wieder zerruppt aus. Ja. Aber frisch lackiert hier, wa? Wie sehr muss man da drunter wichsen, damit deine Tür so aussieht, ey? Oh Gott. Ja, wenn ihr Bock habt, macht mal ein Foto von eurer wunderschönen Wohnzimmertür und haut hier unten drin. Und nachher machen wir einen Vergleich. So, hello, hello, oh Gott, oh. Okay, alles klar, also man muss halt wirklich immer... Let's take it. Bitte? Bitte? Oh Gott, es war der Regen, oh. Es war nur der Regen. Oh, guck mal, schöne Bilder, guck ja, mal. Ja, ne, ist halt so ein bisschen... Hopras, beautiful, yeah. Just a little bit more. Mm, beautiful. Oh, Alter, ist auch wieder, wie ich zu sagen, eine ordentliche Bumsbude hier.
Klopf, klopf. Irgendwer singt hier. Ja, Spiegel ist da, Bilder sind weg. Mann, hört auf. It's a rope. What is it for a rope? Und hier sind alle Schubladen. Ach so. Weg. Der Schrank ist auch komplett andere. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich springen wir in der Zeit hin und her. Ich würde gerne das Seil nehmen und es beenden hier in diesem Spiel. Hey, noch mehr Kisten? Es ist wirklich Layers of Fear. Hallo? Bitte weinen Sie nicht. Hallo? Damals waren sie noch in Sicherheit. Das ist ja fantastisch. Das ist ja fantastisch. Nein. The door is open, my friend. The door is open. Aber erst geht mal hier. Ach ja. Ach, und der Kreuz hat sich auch noch umgedreht. Na, ist ja wunderbar. Ja, da kann man auch einfach mal ein satanisches Ritual durchziehen im Nachbarzimmer. Ist ja gar kein Problem. Wozu hat man ja drei Zimmer? Ah, das ist schon wieder alles anders hier. Also entweder springt er halt wirklich oder springen wir wirklich die ganze Zeit in der Zeit hin und her. Was, glaube ich, so ein bisschen unterm... Wie? Was ist hier los? Oh. Willkommen. Welcome. Ich Hallo. Mag das Spiel nicht. Hallo, ich möchte feststellen, dass offenes Feuer hier untersagt ist. Ja, bitte kommen Sie rein. Du da vorne. Ah. Mach doch nicht das Licht aus, Mann. Och, ey. Also das ist ein Spiel, das macht mich schon ganz schön fertig hier. Also für mich jetzt auch kein Zuckerschlecken hier. Och, du. Ich meine, du steuerst zwar, aber trotzdem ganz schön intensiv. Oh, verdammte Scheiße! Wer ist dieser Harte? Scheiße. I hear footsteps. I hear steps. Huh? Der Ball, da ist ein Spielball.
Wir haben es geliebt, als ganze Familie was zu unternehmen. Ist mir egal. So, wollte noch fertig. Alice hat es von klein auf geliebt, mit dem Ball zu spielen. Ja. Oh, ja. Jeder in meinem Team ist ein Baller. Selbst die kleine Ellie. Nee. Also ich muss sagen, so grundsätzlich ganz tolles Spiel. Ist halt einfach so ein... Hey, gut, nee, doch nicht. Ist so viel Gutspiel, so für einen Sonntagnachmittag. Aber jemand hat ein Bild wieder hingelegt. Tschüss. Tür. Licht. Jetzt Hasi. Da ist Hasi. Das ist schön. Wie, du pustest jetzt die Kerze auf. Boah, jetzt hab ich wenigstens Kuscheltier. Für mich stell ich mir sicherer. Aber ist ja jetzt Reck hier mit dem verkackten Nase rum, oder was? Hallo. Okay, doch weg. Kann ich nicht. Den hab ich jetzt. Alice, komm mal her. Guck mal, was ich habe. Kannst du den da unten hinpacken, wo er vorher saß? Da bei den Kerzen? Du Genie! So, Captain Schlappohr ist quasi wieder hingelegt worden. Oh. Ja. Oh, oh nö. Jetzt durch den Ventilator geflogen hier, weil so schlimmer kann es doch jetzt hier nicht mehr kommen, Alter. Er ist komplett am Ausflippen und rumheulen hier irgendwie. Und immer wenn ich denke, kann ich schlimmer werden. Dad, Papa, wir wissen, dass du nicht daran schuld bist. Wir hoffen, du kommst bald wieder frei. Wir lieben dich. 19. Februar 1993. Wir hoffen, du kommst bald wieder frei. Was hat der denn gemacht? Na, ich glaube, Papa war mal ein bisschen... Papa hat mal Zeit für Papa gebraucht. Okay. Ach Gott, was ist denn für ein kleines Hämmerchen hier? Du entkommst nicht. Nimm den Hammer. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Ist die Tür frisch gestrichen? Oh, geil. Ah, scheiße. Ganz große Scheiße. So, ich würde gerne mal den... Oh, shit. Oho. Ja, okay. Oh, okay. Geht weiter.
Alter, das sind doch massive Putschen hier. Wo ist der? Eine Mokoko. Okay, der Wechsel. Sag mal. Türschlüssel. Türschlüssel? Oh. Wir können raus. Meinst du wirklich? Die Frage ist halt nur, für welche Tür? Eingangstür? Also ist oh schon. Oh Gott. Ja, PT lässt ein bisschen grüßen, ne? Irgendwie. Oh. Wie? Okay. Oh, Loading. Oh, der Loading-Screen hat mich gerade schon erschrocken. Okay, also er hat auch die Taschenlampe jetzt erstmal wieder weggelegt. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Hat mir erstmal ein Bart, wa? Also, ich lasse mir erstmal ein Bart ein, wa? Da bin ich ja. Ja, da bin ich ja traditionell, sag ich mal. Mann, Alter, nimm doch die fucking Lampe. Hier. Ah, jetzt holen wir erstmal die Mokokoko. Ach, meinst du das wegen der Batterie? Na. Haha. Wie? Wo? Was? Warum? Oh, nee. Oh, nee, Benni. 1997, was ist denn da passiert? Da war doch irgendwas, oder? Hat der Papa nicht Kacke gemacht? Und schon ist wieder Scheiße. Und schon ist wieder Scheiße. Und schon ist alles wieder Scheiße. Tür. Not this Tür. Oder, achso, die andere Badtür vielleicht? Nee, ne? Das war jetzt, waren ja normale Wände, ne? Wir nichts machen. Immer noch 2.25 Uhr. Nicht jetzt. Immer Service. Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Es geht um die Ecke. Und alle Bilder hängen verkehrt rum. Oh Gott. Ja, ja. 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 Wo? Oh, wie? Hoffa. Warte mal. Da war was. Oh, you found the key. Schlüssel zur Schublade. So, vielleicht zu dieser Schublade? Oh. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh nein. So, wir müssen Fotos machen. Oh nein. Nein, nein, nö. Okay. Okay. Oh Gott.
open, yeah. Leave me alone! Okay. Sollte man in Ruhe lassen. Klingt auf jeden Fall nicht nach einem gesunden Verhältnis. Irgendwie zwischen Vater und Tochter. Spiegel. Oh Mann. Klo ist wieder zu. Was sagst du mir nicht? Was sollen wir fotografieren? Ich hätte jetzt mal auf dem Polaroid geschaut, hier vorne, wo du gerade warst. Na, das ist doch nur die eine Tür, ne? Ja, aber davon hätte ich wahrscheinlich nochmal ein Foto versucht zu machen, wenn ich weiß, welche Tür es ist. Okay. Das weiß ich nicht. Oh, oh, oh. Sondern? Solltest du das Polaroid aufnehmen? Ach so, und gucken, warte. Welche Tür das ist? Ne, die. Dann wird jetzt. Oh, da ja. Was drauf sein. Ach du Scheiße. Und? Ach, das ist krass, dass du erst warten musst, irgendwie, bis du es nehmen kannst, irgendwie, bis es entwickelt ist. Was ist denn? Hat man hier nicht mal einmal seine Ruhe? Oh, das ist aber. Stimmt. Und hier ist auch der Polaroid weg. Aha, alles klar, gut. Dann müssen wir anscheinend diese Fotos so nachstellen. Okay. Und das andere Foto war? Diese Wand. Ach, da wo Hasi war, oder? Naja, auf jeden Fall müssen wir erstmal von hier fotografieren. Okay. Aber guck dir das nochmal an, wie weit du davon weg sein musstest. Ja. Weil du siehst, naja, links doch. An den Bildern, ja. Ist ja wie so ein. Ein bisschen drin ist, dann hast du das große. Okay. Aber eigentlich. Da ist die Tür noch mit drauf. Also, genau. Oh! Okay! Fiese Scheiße! Oh, shit! Oh, mies, 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 mies! Und dann... So, oder? Nee, war weiter weg. Was? Ja, war der Boden auch noch so ein bisschen zu sehen und sowas alles. Immer so? Oh ja! Oh. No, I did it! No! Please! No! No! Oh Gott, siehst du noch die Hand? Ja. Auf der Schulter, oh, ist das scheiße. So und. Ach Mann. Er hat auch einen Hammer in der Hand. Diesen kleinen Mini-Hammer. Ja. Oh nein. Leck mich am Arsch. Nö, nö, nö. Now's the time for this. Our society is one of these cool.
You know what to do. Now's the time. Do it. What? Do it. Ja. Aber was denn? Was sollen wir denn tun? Ah, shit. Sag mal, hab ich euch nicht gesagt, ihr sollt hier nicht mit Ball spielen? Alter, das Spiel fickt mich aber auch hart, Alter. Das ist ja. Boah. Wieso? Geh doch mal zurück und mach doch noch das Foto. Ah, nö, ich hab da nichts Schöneres. Ich freu mich. Nö, ist mir egal. Lass mich. Aber das war hier, ne? Ja, okay. Türschlüssel. Türschlüssel. Was? Nee. Okay. Aber vielleicht nur der Hinweis für den Schlüssel. Ja, scheint so. Okay, Türschlüssel. Was? Mann, Alter, mach doch nicht immer die verkackte Taschenlampe aus, Alter. Ich hab mich jetzt auch... Hat mich auch wirklich kalt gekriegt, dass die Batterie auf immer aufging. Super. Man rechnet dachte, überhaupt nicht damit. Gemacht. Ja, ne, ich hab geklickt und ist einfach aufgegangen. So wie hier, so, weißt du? Kommt okay, da wissen, dass es aufgeht. Oh, Ball ist wieder zu mir gerollt. Oder kann ich den kicken? Kommen wir jetzt hier? Kommen wir hier weiter? Türschlüssel für die Badezimmertür? Puh, who knows? Okay, wir haben einen Schlüssel. Ah, der zu keiner Tür passt, die wir hier haben. Oh Gott. Oh, das elterliche Schlafgemach. Wie schön. Ja, da saß einer. Nein, ich muss erstmal ein Foto fertig entwickeln. Oh, da sitzt einer. Hallo? Stuben- und Revierkontrolle? Oh, nee. Boah, Alter, wie kann man das denn alle so runterrocken lassen, ey? Was ist jetzt noch ein schöner Aschenbecher aufgekippt hier? Wunderbar. Läuft doch einfach mal. Was ist jetzt? Die seltenen Pflanzen, wunderbar. The raw plants. Oh. So. That's another key. Aber kann ich nicht nehmen. Ach, schade. Ein Feuerzeug. Nimm mit. Ja, kann ich tatsächlich nicht nehmen, ne? Schränke ganz Audio aufmachen? Nope. Oh, hier ist ein Foto. Na, wer seht ihr? Mhm. Die Geheimnisse.
bestimmt Vorsorgenfrage. Schlüssel zur Schublade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, hi. Oh, was geht denn ab, Alter? Nein, was war denn das für ein Schlüssel? Scheiße. Schlüssel. Alice hat es geschafft, ein Foto von dem Bösen zu machen, das sie verfolgt hat. Oh, fuck. Hallo. Meinst du? Ich. Nice. Hase. Wow, Alter. Die Frage. Ich bin wirklich kurz vorm Aufhören jetzt hier, Alter. Das wird mir jetzt echt heftig. Alter. Oh, kurz mal einen Schluck Wasser trinken. So, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ah, ja, nächste Woche seht ihr Gianna Sisters. Oh Mann, Alter. Wo waren das? Was, wo war das? Wo war das Foto, wo sie das Böse fotografiert hat? War hier in dem blanken Flur, war das, ne? In dem da, oder? Ja. Scheiße. Auf damit! Oh, oh Gott, Alter, was bist du? Was bist du? Mal ein Foto machen. Ja. Mach mal ein Foto. Mach mal ein Foto erstmal. Ich würde sagen, ich spiele mir den Ball zu. Aber es geht nicht. Na? Oh, schön. Oh Gott, da steht noch einer. Und der kleine Junge. Oh nee. Das, sind wir das damals von 1980 irgendwie? Ach so, das könnte natürlich sein, klar. Damals im Sommercamp? Mit der Flöte? Mit einer. Scheiße. Oh, you can't get out. Oh Mann. Oh Mann. Okay, wo ist denn das jetzt wieder? Mary war depressiv. Ja, sieht man ja auch da mit dem Bösen dahinter. Oh Gott. Ich jemand. Das sind. Oh, oh no, nee! Oh nee! Oh nein! Nein! Ja, tatsächlich können wir das Böse nicht fotografieren, ne? Wir das. Hey, you. Joa.
Your daughter of a bitch. Also die geht jetzt weg, oder wie? Ich weiß es nicht. Das ist echt mutig. Na, was soll ich machen? Soll ich einen Ball hinwerfen, oder was? Hey du, hey du, hey du! Wow! Mörderer. Oh fuck. Folgen wir doch der Schnakenspur. Da ist Hasi. Und du machst jetzt da erstmal. Ach so, ja, zum Hasengott. Zum großen. Ach nee, warte mal, da war doch. Hier war das Pentagramm, ja, ja. Genau. Ach so, du meinst, die hat da. Vielleicht hat sie da irgendwie ein Ritual durchgezogen, irgendwie. Ich meine, gut, Samael und Lilith irgendwie. Klingt jetzt nicht nach einem Schutz. Nach einer Schutzrune, die sie da irgendwo hingeballert hat, nee, irgendwie zum, im Boden. Zum Beschwören, zum Auferstehen lassen oder sowas. Ein Hasen? Na, ja, vielleicht ein Opferritual oder so. Who knows? Shut up! Es ist. Alter, nein. Nee. Oh, der Sound ist mega irgendwie. Was nochmal hier ist. Die Stimmung auch. Ja. Ach du Scheiße. Ich hab da fest ein Schaumbad zu kaufen. Och, der schöne Vorlieger. Oh Gott, ist das eklig. Von allem ein Foto machen. Ja, da bin ich Paparazzi. Warte mal kurz. Ich weiß ja ganz genau, woran du schon wieder denkst. Ich muss an dich denken, Benny. bei mir ist eher so. Eher so. Also hier. Oh, ist das Niveau, wo nie Niveau war, ne? Warum geht denn jetzt die Tür auf? Das? Oh, nicht euer fucking Ernst, Alter. Du traust dich ja was nach dem Hellsee-Ding. Einfach so im Fernseher ausmachen. Das stimmt. Oh, nimm die Axt, Alter. Nimm die Axt. So, da vorne war noch ein Foto, aber ich würde mir gerne hier noch ein bisschen was angucken. Nein, noch ein Foto. Fab.
28. Aha. Oh, die überkippen mir. Ach Gott. Was ist denn das hier? Turmbau zu Babel? Oh. Hier sind ja überall Fotos. Ach, guck mal. Ja, da werden wir wahrscheinlich gleich mal ein Foto von machen. Und davon auch. Oh, da war sie. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ja, wundervoll. Ganz toll. Bisschen überbelichtet. Hier, ja, was machen wir denn hier? Warte mal. Aber das haut doch nicht überein, ne? Das ist. Das stimmt doch mit keinem Dings überein hier. Achso, wir kommen nicht mehr zurück. Wieder ein Videotape. Wieder auch zufällig drauf. What the? Oh nein. Oh Gott. Oh, warte mal. Können wir hier nicht... Oh, Flimmerstunde! Hast du gesagt, Play drücken oder was? Yep. Hässle-Telefon, Alter. Okay, also er geht nicht in die Dunkelheit. Und so Taschenlampe und so hast du auch nicht dabei, ne? Faller. So, da wird sich wohl irgendjemand irgendwann nachhängen. Das Kätzchen ausgeblasen. Ja, hat immer die Katze ausgeblasen. Oh nein. Da ist so wieder Licht an. Und da ist die Tür offen. Ach komm, Alter.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, was ist ja, was ist ja, was, was geht denn ab, Alter? Oh Gott. Jetzt auch alles gleichzeitig. Ja. Kommen wir jetzt wieder im Wohnzimmer raus? Ja. Nö. What? What? Alter, ist unsere Chance. Verpissung! Das ist der 19. 87 ist das jetzt. Stimmt. Vorher war ja 1980. Ist das unsere Karre? Das ist die Karre vom Anfang, Alter. Die haben sie einfach ein Weil geschoben. Diese Freaks. Oh Gott, die hängen auch noch alle da, okay. Oh nein. Ja, nein, nein. 7 Jahre kann man da mal hängen lassen. Wie ja. Im Weg. Ja. Nachtwanderung, Freunde. Ja, willkommen beim Forstsimulator 2021. Oh Gott, Alter, wie kann denn das sein, dass hier überall scheiß Tote hängen? Oh, Teddy. Da kommt auch noch Hasi. Und Hasi! Ja, manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Wer macht denn sowas? Und da steht da vorne der Kult. Kuttenbrüder. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt überleg mal, du. Also, mal von den Toten, die da im Wald überall hängen, mal abgesehen. Du läufst durch den Wald. Und da müssen noch nicht mal irgendwo Feuerschalen sein. Du kommst auf eine Lichtung und da stehen einfach mal da 10 so eine Hansel mit Kapuzen. Da würde ich umdrehen und weggehen. Da ist doch die normale Reaktion zu sagen: Und Tschüssikowski. Aber nein. Nicht bei uns, nicht bei Benny und Steve. Wir gehen den Sachen auf den Grund. Wir gehen investigativ vor. Hallo! Hallo, hallo Sie! Ja. Oh nee. Was ist denn das für Hexen? Nee, das sind keine Hexen, die da verbrannt werden. Man will, man sich nicht. So, dann sind wir wieder zurück im Wohnzimmer hier im fucking Dunklen. So, ich würde mal sagen, wir schnappen uns. Hallo, hallo. Unser Feuerzeug und unsere nicht funktionierende Taschenlampe. Da freut mich, es geht doch schon wieder los, die Scheiße hier, Alter. Es geht schon wieder los, oh nein. So, man muss sagen, hi erstmal an alle irgendwie, die jetzt auf den Kanal geschaltet haben. Wir haben auch einen kleinen Break von sage und schreibe 5 Minuten zwischen der letzten und dieser Folge gehabt. ein bisschen länger ist es schon her, aber wir sind wieder zurückgekehrt. Wir haben uns wieder zurückgetraut ins Wohnzimmer, obwohl wir felsenfest gesagt haben, nie wieder, nee, da gehen wir nicht nochmal hin, aber wir sind wieder hier. Ich bereue es schon wieder. Ich bereue es schon wieder, Benni. So, okay, also die Taschenlampe geht schon wieder, nicht? Irgendwie, das heißt, wir brauchen wieder ohne Axt. Können wir die Axt nehmen? Nee, können wir nicht nehmen, ne? Schade. Wir brauchen wieder Batterien. Wir brauchen wieder die Monoko-Nonokos. Was ich mich immer frage, irgendwie, was ist das hier für ein gestörter Freak, irgendwie, wenn ich mir die Kippen überall angucke? Aschenbecher kennen die nicht, wa? Irgendwie, immer, Yippie, 5, 6, auf dem Boden.
versuche mich immer noch so ein bisschen so zu distanzieren und noch ein bisschen so auf cool zu machen und mich noch nicht sofort drin ziehen zu lassen hier. Aber wir kommen auch gar nicht raus, merke ich gerade, ne? Babette, ich möchte nicht, dass du okkulte Zitate rezitierst, während der Papa hier sucht. Muss nicht sein. Oh, fuck, Alter. Oh, das hat mich jetzt richtig gekriegt. Oh, Benny sagt, dass du noch da bist. Ich bin da. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Oh, da hat da wirklich so ein Gollum auf dem Schrank gesessen, ey. Oh. So, es ist natürlich klar, dass ich nur rein für den Effekt, ja, aus reiner Effekthascherei halt diesen hohen Erschreckerton von mir eben habe, weil ich halt einfach weiß, dass ihr das hören wollt, ja. Ich persönlich habe mich überhaupt nicht erschreckt, halt nur für euch gemacht. Genau. Ui, Nein. Nein. Hallo, drück mal V. Bitte nicht. Oh Mann. Warst du schon bei dem hinter der Couch bei dem Sideboarder? Ja. Da ist ein Schlüssel gewesen. Da war ein Schlüssel. Wohn. Im Fernseher. Im Fernseher rechts. Oh nice. Die ganze Zeit schon? Schlüssel zur Schublade. Noch ein Zettel? Nee. Okay, mal sparen. Okay, auf zur Schublade. Ja, zu welcher? Genau, das war die wunderbare Schublade. Cleaning. Ah, sie Reinigungskassette. Ach, schön. Okay, schön. Oh, Mann, nee, ey. So, der Papa möchte jetzt nicht gestört sein. Und wären, wenn er hier seine Videokassette einlegt. Und sich das kuschelig macht hier, mangte Kippen hier auf dem Sofa. Mach mal den Fernseher an, wa? Ich glaub, musst du noch auf Play drücken? Ja, meinst du, muss ich Play drücken? Ich glaub, letztes Mal musstest du auch auf Play drücken. Ach, du bist... So. Schön, gucken wir mal. Ja. Wir sind das wieder. Sind wir wieder. Vollschau. The previous employee did not finish their work and does not get in touch. Collect the remaining personal belongings of the former residents of this house. Leave the packet boxes in the house and our delivery service will take care of everything. Ja, okay. Okay. Der Kollege von... Nein, lesen wir jetzt nicht vor. Ich denke, das ist soweit klar. Ach, wie schön irgendwie. Als wenn das nicht schon bescheiden genug wäre hier irgendwie. In dem Raum waren wir noch nie drin hier, ne? Nee. Als wenn das nicht bescheiden genug ist, irgendwie nur mit so einem Feuerzeug durch die Gegend zu klimpern, irgendwie haben wir das jetzt alles noch in diesem wunderbar glitschigen Optikfilter hier. Es ist einfach ein Traum. Und es überblendet doch hier. Ach du Scheiße, ey. Ja, das sind so, damit traumatisiert man Kinder. Wenn man da einfach so einen Gruselpapa da hinten hinstellt, ey. Oh Mann. Ja. Hallo. Mein Name ist Edgar Rodrigo Salazar. Mr. Mustache. So, jetzt, oh, pass auf, jetzt hauen wir mal eine Inception raus. Wir gucken Video in einem Video. So, muss ich jetzt hier... Da ist nochmal ein Zettel. Okay, lesen. You are not alone. Oh, ist schon wieder so schlimm, dass ich anfange zu singen, ja, Benny? So schlimm ist schon. Okay. Es gibt doch nichts Schöneres als rückwärts singende Kinder in der Dunkelheit. Oder? Oh Gott. Ja, voll. Schreib in das Buch.
Mr. Anderson, Mr. Anderson. Ja, also. Ich kam gerade von dort. Ja, okay, alles klar. Alles klar. Oh, Foto ist weg. Victor Ramon Salazar Sanchez ist gone. Ja, links, guck mal da. Türschlüssel. Ist aber, weil ich auch ganz schlimm finde, Benni, irgendwie, das hat jetzt halt was komplette Stille. Du hast zwar jetzt so das Klicken von der Uhr und du hast so dieses Rauschen dieses Videobandes, aber du hast ja die ganze Zeit Stille. Und umso schlimmer ist es, wenn jetzt wahrscheinlich hier gleich irgend so ein Hinkebein jetzt hier irgendwie. Als hätte ich's nicht gewusst. Oh nein. Ah nee, ist ja ich hab bescheuert. Okay, ist ja falsch schon mein gesechster Song. Ich mein dumm 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 dumm. Oh, der ist es nicht. Thriller. Wollte ich eigentlich. So, hier kann man nicht hin, ist mir wurscht. So. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Dreh mich mal um. Hallo? Oh, ja. Oh nee, ich da so ein Grudge. Ach Gott, wo bin ich? Soll ich hier so ein Dach? Oh, oh nee, oh nee. Ey, ey, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, überall Kippen, überall Tabletten. Was ist denn nur los hier mit den Leuten? Und Necronomicon-Bilder. Was ist. Oh Gott. Oh nee, jetzt ist ja nebenan. Ich mach den Fernseher an. Bitte ist Victor Salazar Sanchez. Na, mach mal den Fernseher wieder aus. Machst du es ja gerne. Ja, nee, ist total schön. Hier werden wir wahrscheinlich nicht durchkommen. Boah, ich muss mir mal wieder ein bisschen abhärten hier irgendwie. Ja. We're just the two of us. Ja, da sitzen wir beide. Echt, ja? Halt, nimmst du den linken oder den rechten? Ich bin immer links. Ah, okay, okay. Oh. Oh. Entschuldigung, ich mach ihn ja wieder an. Ist ja gar kein Problem, kannst du weiter gucken. Ja, du verscherzt es dir bei jedem, wenn du den Fernseher jedes Mal an- und aus. Ja, ich. Don't touch the fucking TV. I know. Okay. Okay, sie ist weggegangen. Aber fall ich nicht drauf hin. Fall ich nicht drauf hin. Ist der andere Seite, kommt sie jetzt. Die ist nicht da gewesen. Die Kartons sind noch da, schön. Ja, habe ich jetzt auch ohne Scherissen, oder lag irgendwas nebenan? Haben wir Schlüssel oder irgendwas? Oh, Benni, das ist ja wirklich schrecklich. Warte mal, ich glaube, neben der Uhr, war da neben der Uhr was? Oh, guck mal hier, ein Teeservice. Hm, für zwei, aber alles für zwei. Ganz schau. Ich nicht wahr, ist irgendwas, kann man hinterm Kissen irgendwie. Über diese Tabletten. Die dachten sich, schreibst doch vielleicht noch was von Ratiofarm. Ich habe ja eine Vermutung, wie es weitergeht, aber ich hoffe, ich habe da Unrecht. Ja, lass mich teilhaben, irgendwie, Benni. Kinderzimmer ist doch das so ein Kerzenkreis. Kannst du die Kerzen anzünden? Sieht nicht so aus. Okay. Na sag mal, offenes Feuer hier, Benjamin, im Kinderzimmer. Ja. Hast du das jetzt? Ja, ja. Also man muss dem Spiel wirklich lassen, irgendwie. Es wird nicht. Es flaut nicht ab, irgendwie. Der Spannungsbogen bleibt so krass gespannt. Chapeau. Chapeau an den Herrn Russen, der dieses Spiel gemacht hat, der eine. Was?
Du musst mit dem Packen fertig werden, ja, ist ja schön. Ach, die muss die Spielzeuge vielleicht da reinpacken? Ich kann nicht interagieren. Das ist nix. Ah, okay, alles klar. Ich hab doch gerade irgendwie halb schon wieder eine Tür gehört hier. Ach du Scheiße. Das ist doch, jetzt bin ich der Junge oder wer bin ich irgendwie? Wir hatten auch so ein Bild gefunden, wo auch so ein Junge mit dem Umzugskarton in der Hand und dann da das Böse dahinter. Kannst du dich dran erinnern? Ja, aber der ist doch, war das nicht der Junge, der auch durch den Flur gezogen wurde? Nee, das war der Mann. Oder. Das war der Mann. Oder war der Mann? Also, ich weiß es gar nicht. Ich bin ja meine. Gibt's einen Jungen vor mir? Wo ist denn die Kinderpuppe hin? Die Kinderpuppe ist weg. Oi. Die Kinderpuppe ist einfach mal weg. Ich geh jetzt mal wieder raus. Wahrscheinlich wird mir gleich wieder voll pissen hier vor Angst. Hello again. Ja. Ja. Wieso denn bitte? Mann, Benny, wieso? Soll ich da mal hingehen? Ja, ja, mach mal. Ich will nicht. Oh. Aber wir sind immer noch in dem scheiß Video. Alter, wird die Dunkelheit immer dichter? Kann das sein? Jetzt hast du aber auch das Bild wieder. Ist alles wieder zurückgesetzt. Ja, ist alles hier resettet. Tettetet. Ja, kann ich's nochmal irgendwie... Oh, warte mal. Hier. Yeah. Okay. Mann, ja, so wird man ja nie fertig hier mit Umzug. Achim? Ja, so jetzt nicht. Wir wollten fertig werden mit dem Umzug. Ines und Kai Peter, kommt bitte raus, sofort. Ja, da sieht man, ja, die beiden essen gerne Seitan. Oh Gott. Rein. Benni, du weißt, was ich jetzt tun muss, oder? Ich muss an den Fernseher. Mach das. Draußen ist dunkel. War da nicht gerade noch Licht? Cool. Mann, nee. Also auf der einen Seite feiere ich dieses Spiel total, auf der anderen Seite könnte ich mich selbst so dermaßen ärgern, dass mich so eine kleinen Effekte so catchen hier irgendwie und mich so, wo ist denn, warum ist hier eine Wand? Warum ist hier eine Wand? Ihr sagt keine satanischen. Nein, keine satanischen Rituale mehr nach 18 Uhr. Diese Fingerabdrücke. Oh, so ein schönes Fenster. Wundervoll. Ganz, ganz wundervoll. Ganz schau hier. Und hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Oh. Ja. Mann, Alter, ey. Oh, ist aber ein Mindfuck hier, ey. Oh Gott. Oh, shit, ey.
sind aber lustige kleine Ziegelsteinchen, die hier benutzt worden sind. Man hat einen Moment gedauert, bis das fertig war. Ja. Ich muss einfach mal die Tür mit einem kleinen Riemchen zu ihr macht. So, ja, denn schlimmer ist, ich... Ja, du kannst den Fernseher nicht mehr an- und ausmachen. Oh, okay. Nice. Wow! Ich mach das Feuerzeug jetzt nicht an, wenn ich... Warte, ich hab gerade auf den gedrückt. Ich kann's doch nicht anmachen. Wurden wir jetzt getötet? Nein. Oh. Neue Sequenz. 1994. Alter, in welcher... Das ist ja... Ich fange jetzt hier langsam an, Streichhölzer nebeneinander zu legen, damit ich überhaupt die Timelines noch raffe. Hm. Mit Taschenlampe. Da. Diese da. Aha. Okay. Ich würde gerne sagen, schön, aber schön ist es nicht. Okay, und trotz aller... Keimigkeit liegt hier immer noch die Scheiß. Die Kippen und die Kreditkarte, Alter. Was ist. Weil du den Fernseher angefasst hast. Weil ich den Fernseher, ja, seinen Sender verstellt habe. Komm doch, los. Genau. Anderson, Mr. Anderson. So, oh Mann. Was ist denn das, Alter? Sie zeigen auf Bücherregal. Wir müssen genau hinschauen. Sie zeigt auf Bücherregal. Okay, wir machen. Wir schauen genau hin. Hier ist... Wir schauen genau hin. Okay, ja, tatsächlich habe ich wirklich nicht... Man achtet nicht darauf, wo die Geister hingucken. Ja, ich jetzt? Aber jetzt... Hä? Sind wir jetzt noch in einem Video? Oder sind wir jetzt wieder... Jetzt sind wir wieder aus dem Video raus. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich würde so gern die Axt mitnehmen. Das Spiel sagt aber nein. Ja. Müssen wir das etwa an die Position packen von The Book? Da. Scheißdreck. Ja, ne? Das ist doch mal, hat sich doch gelohnt. Mann! Wieso? Was passiert? Na, es kam mir hergerannt und hat mich hat's einfach ausgepustet. Soll ich jetzt... Oh. She's close. Oh! Oh! Oh. Okay. Ich würde einfach mal bitte kurz mal Timeout. Mann, Benny, das ist echt übler Scheiß. Und wir wollen. Ich hab noch gesagt, ich möchte beim nächsten Mal möchte ich gerne Sister spielen. Oh. Jetzt haben wir eine neue Videokassette. Och Mensch, ey. Ja, das ist. Man also, ich tendiere auch langsam dazu, den Überblick zu verlieren irgendwie. Yep. Also, nicht, dass ich ihn hier überhaupt jemals hatte in dem Spiel, aber. Also grundsätzlich verstehe ich jetzt diese Sprünge durch die Videokassetten nicht. Nee, ich auch nicht. Also, nee. Da freut mich auf das Video. Sie ist nah. Oh Gott. Bin ich sie? Ich kann mich nicht bewegen.
Ah, okay. Übersichtlich. Die Filme musst du dir jetzt alle angucken. Oh nee, Alter. Vogel kann seine Pornosammlung mal schön alleine ankicken hier. Kann mal schön alleine machen. Gut. Ich glaube, ich muss wirklich an die Box. Ja? Die Videokassetten. Oder ich hätte doch wirklich gerne mal diese scheiß Taschenlampe jetzt hier. Okay, Koichi, wenn ich mir mal hier deine Videokassette mit die drei Fragezeichen angucke, würde ich total schau finden. Aber hast du gesehen, Benny, war nicht zurückgespult. Ja? Ihr habt einen Euro, wenn du sie wieder abgibst. Oder eine D-Mark mehr. Genau. Fuck. Oh. Aha. Ah, wer ist dieser Nis? Bastardo. Bastard! Sorry. War nicht so gemeint, ey. So, hab ich. Ich hab auch kein Feuerzeug, kein nichts hier gerade. Brauchst du ja nicht, du hast ja überall Kerzen. Ja, na, was meinst du, wie lange die noch an sind, Benny? Wenn du die nicht wieder auspustest? Wieso ich? Das hast du letztes Mal auch gemacht. Tourschlüssel. Mann, ich will aber was raus. Ach je. Wer ist das? Ist das unsere Frau? Ja, ne? Nee, ich würde sagen, das ist entweder der Mann oder der Sohnemann. Help! Help! Oder die Frau. Oh! Das ist schon eine Bitch. Licht, ey. Auch das gleiche vom Wohnzimmer. Was? Oh Gott. Ah, sie ist wieder da. Ja, und hier, ja, schön. Oh ne. Aus wie ein Knast. Okay.
Hast du den Boden erkannt? Das ist der Bart ist genauso gefliest. Ah, stimmt. Ah, hier, guck mal hier. Die Symbole hier in der Ecke hier, ne? Geschafft. Nice. Oh. Krasses Game. Also, das hat ja mal zum Schluss richtig nochmal angezogen. Ey. Alexander Reschetnikov, ich sage Chapeau. Ich sage Chapeau und all deine Familie, die mitgemacht hat. Du hast hier ein geiles Ding abgeliefert, Alter. Ich muss ich mal so wirklich sagen. Krass. Krass, krass, krass. Sehr geile Jumpscares, sehr geile Atmosphäre irgendwie. Oh, Benny, was sagst du? Ich kann mich da nur anschließen. Also das ist einfach mal geil. Also es war wirklich ein schönes Spiel. Sehr heftig, aber geil. Also hat richtig Spaß gemacht. Die Atmosphäre war mal geil, war cool. War eigentlich immer irgendwas los. Und auch die Rätsel waren jetzt, glaube ich, jetzt nicht so schwer. Hatte genau das Richtige. Also die richtige Chemie dazu. Ne? War schon schönes Ding. Ja, war nice. Also, absolut. Das, ich bin noch sehr geflasht gerade und tatsächlich hat das auch eine relativ coole Story gehabt, jetzt so im Nachhinein, wie sie sich so entwickelt hat, so auch wie den Kreis halt mit dem Wald geschlossen hat. Ja, quasi der Kult irgendwas Böses erweckt in dem Falle, was uns dann auf ewig hier heimsucht. Das ist schon wow. Also, Mann, Mann, Mann. Ah. Das ist schon heftig. Und auch so Dread, danke. Ich will jetzt mir gerade den Namen so durch, die da alle mitgebracht haben. Ja. Vorhin fand ich schön so. Fuckface. Hat den. Großartig. Ah, Alpha Beta Gamer. Ah, die aber schon geiles Game. Also, Sir Scream a lot. Geil, Alter. Oh, nice. Ja, Leute. Sagt immer, wie es euch gefallen hat. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst ein Like da. Lasst ein bisschen Liebe da. Irgendwie. Macht ein Abo. Klickt auf die Glocke. Abonniert den Kanal. Supportet uns, wenn ihr ein bisschen Bock drauf habt und nochmal so eine Videos sehen wollt. Wir persönlich hatten extrem viel Spaß. Nicht, aber es ist auf jeden Fall cool, das Ding zu spielen. Irgendwie. Muss es sagen, Benny, ohne dich hätte ich das jetzt hier nicht durchgespielt. Wenn wir alleine wären, wäre das so krass gewesen. Alles wirklich krass, ja, das will ich gar nicht verstehen. Okay, gut. Ich würde sagen,
dann war es das von uns noch irgendwie. Wir lassen noch den Abspann weiterlaufen und wir sehen uns beim nächsten Game. Macht's gut. Ciao. Und da sind wir wieder mit einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir anscheinend noch einen Epilog von Locked Up. Ja. Wunderbar. Wir sind wieder hier. Warum weiß keiner so wirklich? Wir schauen mal, was jetzt noch passieren könnte. Alter. Immer wenn du denkst, du hast den Scheiß durch hier, verstehst du? Ey. Nein, kannst noch nicht entspannen. Ich glaube, du kriegst bald ein Verbot, Fernseher an- und auszumachen. Ja, schön. Kommt an den Kühlschrank. Ekelhafte kleine Horrorpuppen. Palmier. Okay. Hä? Spielzeug ist alles da drin, ne? Naja. Dann müssen wir wohl noch das Bild auspacken. Da ist eine Newspaper auf dem Platz. Oh, dieses flauschige Stück Kinderspielzeug hat mich gerade angegriffen. Oh, ja, ey, ich jetzt wirklich noch Kinderzimmer aufräumen oder was? Echt jetzt, for real? Ist doch nicht euer Ernst. Das ist jetzt, damit wollt ihr mich jetzt hier beim Epilog kriegen? Ja. Ey, Zimmer aufräumen. Ja, Leute, da seht ihr, wir spielen den krassen Scheiß, damit ihr es nicht spielen müsst. Extrem aufräumen. Kinderzimmer aufräumen 2021. Doch den Ball? Jeder in meinem Team ist ein Baller. Schönes Glas Wein. Yucca-Palme. Gab einen Massenmord. Wunderschön. Lässt sich jetzt aber auch super lesen, muss ich sagen. Werk eines... ja. Alles ist weg. Wunderbar. Mhm. Mhm. Mhm.
Mann, ich war so froh, dass es vorbei ist. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich wieder das Bild aufhängen, oder? Nee, ich konnte es nicht mitnehmen, irgendwie. Achso. Kompletten Access hier zur ganzen Wohnung, ey. Jawoll. Da ist er aufgegangen. Ja, guck mal. Das... Offen. Oh, die Geräusche hier fallen mir an, ja. Ach man, ey. Was? Oh Gott. Ja, mich geht's ja nicht großartig durch die Linie. Wow. Easy. Der Steve hat das schon quasi abgeschlossen mit dem Spiel. Weißt du? Die Zeuge wieder irgendwo hinpacken? Ha 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 ha
Verstehst du den Sinn dieses Epilogs? Nein. Also, ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ja. Verschwinde sofort von hier. Und ich würde es gerne machen, aber ich kann nicht. Und eine Videokassette. Leute, also das... Ah, look. Ich weiß nicht, sollte das ein DLC mal werden? Und der hat gesagt, ach komm, das wird eh nicht, wir hauen es einfach hinten ran ans Spiel, oder was? Was soll das? Ich meine, der Drops war doch jetzt nur gelutscht, also was. Eigentlich ja. Was ist doch jetzt unnötig wie ein 6er C, also. Sind da überhaupt hin wegen Taschenlampe und so? Nicht, dass es wieder zu dunkel ist? Jetzt die ganze Zeit zwei Charaktere gespielt irgendwie und haben mit dem letzteren das Böse aus diesem einen Zimmer, in dem er sich eingeschlossen hat, wieder befreit. Ansonsten würde das jetzt keinen Sinn machen. Dieser ganze Epilog würde sonst überhaupt keinen Sinn machen. Ja, ich bin gespannt. Leute, wenn ihr eine Theorie habt, haut unten bitte in die Kommentare irgendwie. Wir beide sitzen ja etwas verdutzt da und wundern uns irgendwie. Nichtsdestotrotz, es war ein tolles Spiel. Es hat uns ordentlich gekriegt, möchte ich mal vorsichtig sagen. Und ja, hey, wäre schön. Lasst einen Daumen nach oben da irgendwie. Abonniert die Glocke. Abonniert die Glocke? Sagt man nicht eigentlich? Aktiviert die Glocke. Abonniert die Glocke und aktiviert den Kanal. Nee, ohne Scheiß. Alles klar, Leute. Wie gesagt, wir sehen uns. Ciao.